So, liebe Kolleginnen und Kollegen, hurtig, weil wir so viel überzogen haben, dass es schon schmerzt. Herr Kollege Daldrup, Sie sind doch ein altgedienter Kollege, hurtig. Nein, es geht darum, dass er die Usance dieses Parlaments kennt. Bei den Jungen kann man die Wiedersehensfeiern noch verstehen, bei den Älteren eher nicht. Herr Kollege, ich gehöre ja schon zu den Älteren und ich finde schon, dass wir jetzt auch zu Ende kommen sollten. So, ich eröffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Frau parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmer für die Bundesregierung das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir bringen heute Änderungen der Corona-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung auf den Weg. Die Bundesregierung reagiert damit erneut zügig und konsequent auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Und meine Damen und Herren, wir verzeichnen leider einen neuen Infektionsrekord. Die Omikron-Welle ist auch bei uns angekommen. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 81.417 Neuinfektionen, eine Inzidenz von über 427 und 316 weitere Todesfälle. Und wir können von Glück sagen und wir müssen dankbar sein, dass wir seit über einem Jahr über sichere und wirksame Impfstoffe verfügen. Entwickelt am Wissenschaftsstandort Deutschland Impfstoffe, die zuverlässigen Schutz bieten vor schweren und tödlichen Krankheitsverläufen. Aber aus wissenschaftlichen Studienergebnissen, die zeigen uns auch, dass die Immunität im Laufe der Zeit nachlässt. Das ist jetzt für Mediziner nichts Verwunderliches. Wir kennen dies bei anderen Impfstoffen auch. Und wir wissen auch, und die Studien zeigen es hier auch erneut, dass mit Auffrischung und Boosterung natürlich wieder ein guter Immunschutz aufgebaut werden kann, auch gegen die Omikron-Variante. Deshalb von dieser Stelle nochmal der Appell: Nutzen Sie die vielfältigen Impfangebote, die zur Verfügung stehen. Lassen Sie sich boostern und lassen Sie sich erst impfen. Jede Impfung zählt. Meine Damen und Herren, es muss aber auch sichergestellt sein, dass unsere rechtlichen Grundlagen so flexibel sind, dass sie den jeweils aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch ausreichend Rechnung tragen. Und genau das tun wir mit dem vorliegenden Entwurf. Wir passen die Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung derart an, dass nunmehr unter bestimmten Umständen auch gegenüber geimpften und genesenen Personen eine Quarantäneanordnung ausgesprochen werden kann. Das soll insbesondere dann der Fall sein, wenn die Grundimmunisierung länger als 3 Monate zurückliegt und eine Auffrischungsimpfung noch nicht erfolgt ist. Im Gegenzug haben wir uns aber auch nach Beratungen durch das Robert-Koch-Institut darauf verständigt, die Dauer der Quarantäne auf 10 Tage zu verkürzen und die Freitestung nach 7 bzw. 5 Tagen zu ermöglichen. Und die Verkürzung der Quarantäne ist medizinisch verantwortbar und auch gut begründbar, denn wir wissen, dass bei Omikron der Zeitraum zwischen eigener Infektion und der Gefahr der Transmission, also der Übertragung auf andere Menschen, deutlich kürzer ist. Und mit den neuen Regelungen finden wir deshalb eine gute Balance zwischen notwendiger Isolation und der Möglichkeit qualifizierter Freitestung. Wir sorgen dafür, dass die kritische Infrastruktur nicht durch quarantänebedingte Personalausfälle ins Stocken gerät. Und wir ermöglichen es vor allen Dingen Kindern, sich nach 5 Tagen freizutesten, sofern sie einer seriellen Testung in ihrer Einrichtung unterliegen. Durch die bereits erfolgte Anpassung der Coronavirus-Testverordnung vor einigen Tagen wird der Bund die Kosten für diese Freitestung umfassend übernehmen. Meine Damen und Herren, nach den neuen Regelungen müssen die Impf- und Genesenen-Nachweise generell
den jeweils aktuell veröffentlichten Anforderungen entsprechen. Für den Impfnachweis sind das die Kriterien auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts, für den genesenen Nachweis auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts. Und diese Kriterien und Vorgaben werden laufend an die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst. Der Genesenenstatus wird künftig nach 3 Monaten bzw. 90 Tagen entfallen. Und eine Anpassung der Vorgaben für einen vollständigen Impfschutz wird von der Bundesregierung fortlaufend überprüft. Und auch die Corona-Einreiseverordnung sieht diese entsprechenden Anpassungen vor. Kolleginnen und Kollegen, mit diesen notwendigen Änderungen in der Schutzmaßnahmen, Ausnahmeverordnung und der Einreiseverordnung bilden wir den Stand der Wissenschaft ab und setzen der gegenwärtigen Omikron-Welle ein angepasstes und pragmatisches Instrumentarium entgegen. Wir schützen unsere relevanten Infrastrukturen und nehmen auf die besonderen Belange unserer Kinder in den Schulen und Kitas Rücksicht. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns zusammen alles Notwendige tun, um gemeinsam die Pandemie zu überwinden. Deshalb hier nochmal, bitte lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich boostern, schützen Sie sich und Ihre eigene Gesundheit und schützen Sie Ihr Umfeld und die Gesellschaft. Die Bundesregierung, Frau Staatsministerin, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, erlaube ich nicht. Die Bundesregierung sorgt dafür, dass es genügend Impfstoffe gibt. Neben den bewährten Impfstrukturen in den Impfzentren und Praxen gibt es mobile Angebote und nun auch impfende Apotheken. Mein herzlicher Dank von dieser Stelle an all diejenigen, die die Impfkampagne seit vielen Monaten unterstützt haben. Meine Damen und Herren, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie gesund und ich bitte um Zustimmung zu den beiden, zu der Verordnung. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Diana Stöcker.